Die Space Opera der Zukunft. Romas and Julie Earth. Der Klassiker, auf den alle gewartet haben. Von William Spacebeer. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Und inmitten dieses allumfassenden Nichts ein kleiner Planet. Die Wiege der Menschheit. Die Erde. Zum anfänglichen Glück der Bewohner der Erde war die Erde ein sehr ressourcenreicher Planet. Sie barg genug Land für Landwirtschaft und auch Erze besaß sie unter ihrer Oberfläche. Allerdings, die scheinbare Endlosigkeit der Ressourcen hatte ein Problem. Nämlich die intelligentesten Bewohner der Erde, die Menschen, hielten die Ressourcen für tatsächlich unendlich. Sie vermehrten sich immer weiter, was dazu führte, dass die nahezu unendlichen Ressourcen irgendwann aufgebraucht waren. Jedoch, die klügsten Köpfe der Menschheit fanden eine Lösung für ihr Problem. Nämlich, man siedelte Menschen von der Erde auf den nächstgelegenen Nachbarplaneten aus, auf den roten Planeten Mars. Auf der Erde baute man riesige Schiffe, um den Transportaufwand, große Mengen an Menschen sowie von Industriegütern von der Erde zum Mars zu transportieren, bewältigen zu können. So kamen dann die ersten Kolonisten auf dem Mars an. Der Mars diente der Erde dann als eine Art Schatzkammer. Alle wichtigen Ressourcen, die für das tägliche Leben auf der Erde benötigt wurden, wurden auf dem Mars gefördert. Allerdings war dies keine gleichgestellte Beziehung. Der Mars förderte die Ressourcen nur, bekam allerdings selber nur einen geringen Anteil dafür für seine eigenen Benötigungen. Da diese Beziehung auf Dauer für die Bewohner des Mars nicht tragbar war, kam es dann irgendwann, nachdem dieses schon einige Jahre gut gegangen war, zu einem großen Konflikt, in dem der Mars sich dazu entschied, die Ressourcen, die auf ihn gefördert wurden, für sich selber einzubehalten und der Erde nur noch einen geringen Anteil zukommen zu lassen. Da die Erde das Handelsembargo seitens des Marses nicht anerkennen wollte und oder konnte, kam es zu einem offenen Krieg zwischen den beiden Planeten. Ob dies nun die Zukunft ist, die uns erwartet, steht buchstäblich in den Sternen. Le Fond.